Hallo, heute wollen wir die Anfrage von Tim besprechen. Und zwar fragt Tim nach einer Aufgabe, von der ich finde, dass sie wirklich auch relativ interessant ist. Es geht dabei um ein Auto, das quasi auf einer horizontalen Straße fährt. Das Auto, und ich mache ja wie bekannterweise immer erstmal meine Skizze, um zu gucken, wie die Sachverhalte denn sind, denn manchmal erschließt sich ja die Aufgabe gar nicht, wenn man nur die Beschreibung liest. Also das Auto fährt. Klar hat das Auto auch eine Masse in einer bekannten Art und Weise von hier 1427 Kilogramm. Hat eine Geschwindigkeit, ich nehme das mal hier mit Rot. Und das wäre hier V, die Geschwindigkeit V sind 80 Kilometer pro Stunde. Es sind keine Basiseinheiten, sehe ich sofort. Und in der Physik bietet sich das oft an, dass man es gleich in Meter pro Sekunde umrechnet. Mein Taschenrechner kennt das Ganze natürlich schon fast so gut wie automatisch. 80 Kilometer pro Stunde teilen wir durch 3,6. Dann haben wir praktisch 22,2 Periode Meter pro Sekunde. Und ich überlege gerade, stimmt das überhaupt? Naja, im Prinzip ist es schon, wenn man sich die Einheiten kurz anguckt, weil wir wollen ja nicht nur runterrocken. Kilometer sind 1000 Meter, so schreibe ich das mal hin. Ein Kilometer sind 1000 Meter. Eine Stunde sind 60 Minuten. 60 mal 60 sind 3600 Sekunden. Naja, und wenn man sich das jetzt hier anguckt, kann man natürlich sofort sagen, diese 1000 kann man letztlich hier reinschreiben. Und das sind dann 1 geteilt durch 3,6 Meter pro Sekunde. Und das sind die kleinen Nicklichkeiten, mit denen uns natürlich die Basisprüfungsmenschen das Leben schwer machen wollen. Ich sage nur im Zweifel Formelsammlung. Seite, was auch immer, ist ja nun auch eure Aufgabe, mal etwas aus eigener Kraft herauszufinden. So, bis hierhin habe ich es verstanden. Die Aufgabe sagt allerdings noch ein bisschen mehr. Das Auto rollt also jetzt hier, wenn das Gas weggenommen wird, palim, palim, immerhin noch ein paar Meter weiter. Naja, wenn wir uns das andeuten wollen, bleibt es dann am Ende des Tages hier hinten irgendwo stehen, von mir aus. Und dann ist die Luft raus, wenn man so will. Der Weg, der hier zurückgelegt wird, sind, so sagt es die Aufgabe, es sind hier in unserem Fall 500 Meter. Und gefragt ist jetzt letztlich nach dem, ja, nach dem Reibwert oder Reibungswert, nach dem Fahrwiderstand, dem Wert μ. Und ich weiß gar nicht, wo ich den hinschreiben soll, aber dadurch, dass das Auto eben halt langsamer geworden ist, muss es irgendwo einen μ-Wert geben, der das dann beschreibt. Der setzt sich hier in diesem Fall sicher zusammen aus dem, naja, aus den Verlusten in der Lagerung, Verlusten bei der Durchwalkung des Gummireifens und natürlich auch aus der Bremswirkung des Luftwiderstands, wenn man so will, aus des Luftstroms, der das Auto dann während der gesamten Fahrt umgibt. Also wir kriegen hier gewissermaßen einen Sammelwert für alle Teilgrößen dabei heraus. Ich schreibe es mir nochmal hin, sage, das ist mein Fragezeichen. Naja, und letztlich ist mir das eigentlich vollkommen unklar, wie man jetzt da überhaupt einen Ansatz finden soll. Aber eins ist doch klar. Irgendwo muss es eine Kraft geben, die das Fahrzeug bremst. Und diese Kraft finden wir tatsächlich hier. Und ich nenne sie jetzt einfach mal der Einfachheit halber Reibungskraft. Fr. Die Reibungskraft ist diejenige, die das Fahrzeug letztlich abbremst. Mal als einfacher Wert genommen, rechnet sie sich ja aus Fn mal μ. Und da steckt der Reibungswert drin. Das heißt, ich habe schon mal einfach geguckt, dass ich irgendwo einen Zusammenhang zu dem μ finde. Hier ist er gefunden. Und natürlich weiß ich auch,
dass letztlich hier die entsprechende Kraft Fn am Start ist. Und Fn ist ja nichts anderes als M mal G, könnte man jetzt ausrechnen, aber weil die Lösung, die dort bei Facebook schon vorgeschlagen ist, ja auch auf hohem Niveau präsentiert wird, belasse ich es jetzt einfach mal formeltechnisch dabei und schreibe also Fr ist M mal G mal μ dahin. So, bis hierhin habe ich es ja auch irgendwie wahrgenommen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich jetzt praktisch von da nach da irgendwie die Geschwindigkeit mit dem Weg verheiratet bekomme. Und tatsächlich ist es so, dass die Trägheitskraft, die hier im Schwerpunkt angreift und das Auto ja eigentlich weiterzieht, dass hier die Trägheitskraft Ft irgendwie dort mit am Start ist. Ft, Trägheitskraft, ist nichts anderes als Masse mal Beschleunigung. Ich glaube, das haben wir ja schon mal irgendwo gehört. Ansonsten finden wir das auch in der Formelsammlung. Und meine Überlegung geht jetzt dahin, dass ich das A brauche, weil ich ja natürlich sofort erkennen kann, dass Ft gleich Fr ist und dementsprechend natürlich dann hier das entsprechende A aus V und S berechnet werden. Und um jetzt hier der Lösung so langsam ein bisschen beizukommen, würde ich sagen, versuch's doch mal. Ich habe V, ich habe S und ich suche A, damit ich dort arbeiten kann. Ja, leider kann ich die Formelsammlung wieder nicht zur Abbildung bringen, aber ich habe sie natürlich hier liegen und suche dann jetzt mal kurzerhand, wo das wohl stehen könnte. Auf meiner älteren Formelseite, auf der Seite 43, finde ich einen Sachverhalt. Und zwar ist nach kurzer Durchsicht die Formel V ist gleich Wurzel 2 mal A mal S abgebildet, weil es handelt sich ja um eine gleichförmig verzögerte Bewegung. Naja, und jetzt muss ich nur noch mal meine kleine Hirnrinde ein kleines bisschen beanspruchen und sagen, stell die Formel nach A um. Und tatsächlich ist es dann so, dass erstmal die Wurzel weg muss. Das heißt, hier muss V² stehen, damit da die Wurzel verschwindet. Und V² kann ich schon schreiben, weil die 2 und das S auf die andere Seite in den Nenner wandern. Und damit habe ich also tatsächlich formaljuristisch, formeltechnisch das A ausgerechnet, das ich dort brauche. So, und jetzt kommen wir zu dem finalen Todesstoß dieser Aufgabe und werden also sagen, die Reibung Fr, das ist wieder diese links gleich rechts Geschichte, Fr ist gleich Ft und das schreibe ich jetzt einfach mal hin, auch nur erstmal formeltechnisch, weil ich bin ein Freund der Formeln, rechnen kann man später dann in Zahlen sowieso. Also M mal G mal unserem gesuchten, halt, das ist in lila, das gesuchte μ und das ist entsprechend Ft und das ist M mal diesem A hier, denn das A ist ja die Verzögerung, die wir uns da ausgerechnet haben, mal V² geteilt durch 2 mal S. So, nun kann man natürlich, wenn man also jetzt kritisch sich die Aufgabe anschaut, sofort erkennen, M und M stehen auf der linken und auf der rechten Seite, deshalb lässt sich das ganze Gebilde hervorragend herauskürzen und offenkundig ist es unabhängig davon, wie groß die Masse ist. Das heißt, alleine die Vorgabe der Masse wäre hier in der Aufgabe überhaupt nicht nötig gewesen. Okay, ich stelle diese Formel jetzt nach μ um und bekomme dann natürlich dabei heraus, erstmal hier die V-Quadrat-Geschichte, das g geht auf die andere Seite rüber, also 2 mal s mal g. Und da ich ja schon vorhin so schlau gewesen bin, das Ganze hier entsprechend in Meter pro Sekunde umzuwandeln, ja, da muss ich jetzt tatsächlich mal rangehen.
So, nun habe ich natürlich voll verbaselt, was ich sagen wollte, habe dann also die Aufgabe schon ausgerechnet, ohne dass ich jetzt quasi davon ein Filmchen gemacht habe, aber ich glaube, es ist nicht ganz so tragisch. Ich setze jetzt einfach die Größen ein und werde natürlich dabei herausbekommen, dass ich die entsprechende Geschwindigkeit mit 22,2 Periode zum Quadrat nehmen muss, also V Quadrat. Dann werden natürlich auch, weil Meter pro Sekunde, Meter Quadrat und Sekunde Quadrat daraus erwachsen. Und letztlich setze ich dann nur hier unten die entsprechenden Größen ein, die 2, die 500, aber bitte in Basiseinheiten. Die 9,81 mit Meter pro Sekunde Quadrat geht mit dem Kehrwert nach oben. Naja, und damit ich hier jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen was sagen kann, ist, ich kontrolliere selbstverständlich, ob jetzt alle Einheiten verschwinden. Meter Quadrat geht gegen Meter und Meter weg. Sekunde Quadrat geht gegen Sekunde Quadrat weg. Keine Einheiten mehr über. 0,05 kommen raus. Ich bin stolz. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.